gehörst zu meinem Team. Wenn ich zweifle und kämpf mit mir, wenn ich falle, bleibst du doch hier. Deine Liebe trägt mich durch. Mein Konfirmationsspruch ist aus dem ersten Kapitel im Buch Josua. Du bist mein Halt in der rauen See. Oh, oh, du bist mein Halt in der rauen See. Auch im Schweigen bist du stets da. In den Fragen bleibt dein Wort. Ein Mann steht am Ufer des Flusses und hat Angst. Angst vor dem, was kommt. Angst vor dem neuen Land. Angst vor den Riesen, die auf der anderen Seite auf ihn warten. Angst. In diesem Wort steckt Enge. Wenn dir etwas zu eng wird, wenn dein Leben zu eng wird, wenn Menschen dir etwas eng machen, dich in die Enge reintreiben. Ein Mann steht am Ufer des Flusses Jordan in Israel und hat Angst. Angst in diesem Wort steckt, dass dir jemand die Kehle zuschnürt und du kriegst einfach keine Luft mehr. Ein junger Mann. Gott hat ihn beauftragt. Mose ist gestorben, der das Volk geführt hat. Weil irgendetwas, ein Ereignis, was Menschen dir zufügen vielleicht, was einfach so vom Schicksal kommt, eine Krankheit, dich in die Enge treiben. Lieber Gott, wie stellst du dir das vor? Ich bin noch jung. Ich kann das nicht. Ich kann das Volk nicht führen. Ich fühle mich so eng in mir. Es schnürt mir die Kehle zu. Ich habe Angst. Angst vor der Zukunft. Angst vor dem Jetzt. Du brauchst einfach Weite. Du brauchst etwas Stärkeres. Etwas Starkes kann immer nur durch etwas Stärkeres überwunden werden. Das ist ganz klar. Wenn ich zu unseren Nachbarn sollte und die hatten so einen riesengroßen Schäferhund und ich war doch erst 4, 5 Jahre und der bellte sowas von laut. Ich hatte so eine Angst, ich war so in die Enge getrieben. Ich habe mich festgehalten irgendwie an der Wand, damit er mich ja nicht kriegt, der Hund. Aber immer wenn Papa dabei war, der war stärker. Dann ging der Hund die Wände hoch, weil er es plötzlich mit der Angst bekam. Etwas Starkes kann nur durch etwas Stärkeres überwunden werden. Lieber Nikolas, du hast schon sehr viel Starkes erlebt in deinem Leben. Gibt es diesen Stärkeren? Wie gut, wenn man einen Papa an der Seite hat oder eine Mama an der Seite hat. Freunde an der Seite hat. Das gibt einem unglaublich viel Kraft. Etwas Starkes kann nur durch etwas Stärkeres überwunden werden. Und das ganz, ganz, ganz Starke. Die ganz großen Krisen unseres Lebens, die kann man durchleben mit Gott. 3, 2, 1, Josua! Er ist immer der Stärkere, oder? Gott ist der Nebel. Wer sich auf ihn einlässt, ist nie sicher. Gott ist das Böse. Und wer in dem Bösen bleibt, der hat einige Vorzüge im Leben. Gott ist gar nicht da. Wer trotzdem an ihn glaubt, verschwendet seine Zeit. Nikolas, ob du mit Angst im Leben fertig wirst, ob du mit engen Situationen fertig wirst und wieder in die Weite findest, das hat auch damit zu tun, ob du an einen Gott glauben kannst, der wirklich stärker ist, der nicht nur Nebel ist. Und das wünsche ich dir,
diese innere Stärke, die dadurch wächst, dass Gott auf deiner Seite ist. Du gehörst in mein Team. Du gehörst in mein Team. Du gehörst in mein Team. Dass Jesus Christus dich frei macht von allem, was schon falsch gelaufen ist und dir eine neue Hoffnung schenkt, eine neue Zukunft schenkt. So wie er das gemacht hat bei Zachäus und bei der Frau am Brunnen und bei all diesen Leuten, von denen wir in der Bibel lesen. Aber dazu ist es wichtig, dass du auch eine Freundschaft mit ihm lebst. Bitte erlaub ihm das, dass sein Geist in dir lebt und dich begeistert. Und dass dann Krisen zu Chancen werden. Und dass dann aus Stolpersteinen Bausteine werden für dein Leben. Denn Gott ist mit dir in allem, was du unternimmst. Ich habe diesen Vers gewählt, weil er mich schon seit meiner Taufe begleitet und mir die Zuversicht und das Selbstvertrauen gibt, dass bei allem, was ich tue, Gott mir zur Seite steht. Wenn du wie Josua, das heißt übersetzt, Gott hilft, Nikolas, das heißt übersetzt, Sieger im Volk, in den Situationen deines Lebens, auch einen Sieg kriegen durch Jesus. Wenn du mit ihm verbunden bleiben willst, dann wird er dir das auch schenken, dass jeder Schritt, den du Neuland gehst, ein Schritt wird, wo Gott bei dir ist und wo du auch neues Land gewinnst. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht. Sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir.